Und wir wollen uns daher ansehen, wie gehen andere Länder mit der Corona-Krise um, insbesondere Frankreich, wohin uns jetzt unsere Korrespondentin Cornelia Primosch mitnimmt und Erschreckendes berichtet. Denn die Zahl an Todesfällen, bisher mehr als 25.000 offiziell bestätigte, könnte laut Medizinern aufgrund des akuten Mangels an Intensivbetten sowie Personal in den französischen Spitälern noch viel höher ausfallen. Wie Sie gleich in bemerkenswerten Interviews hören werden, wurde offenbar deswegen insbesondere älteren pflegebedürftigen Menschen eine fachgerechte Behandlung verwehrt. Der Kampf scheint endlos. Wochenlang wütet das Coronavirus in weiten Teilen Frankreichs. Die stolze Atommacht völlig hilflos. Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg, lautet die Parole des Präsidenten. Ein Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, der tausende Todesopfer fordert. Ein Gesundheitskrieg, in dem es an Waffen und Ausrüstung zur Verteidigung mangelt. An vorderster Front das medizinische Personal, gezeichnet von den vergangenen Wochen. Wir erleben etwas noch nie Dagewesenes, sowohl in seiner Intensität als auch in seiner Gewalt und seinem Ausmaß. Professor Djilali Annan ist ein hartgesottener Mediziner. Der Leiter der Intensivstation im Krankenhaus Raymond Poincaré bei Paris hat bereits Ebola-Patienten behandelt. Er ist seit 10. März im Dauereinsatz. Seine gesamte Abteilung ist derzeit mit Covid-19-Patienten belegt. Frankreich war nicht ausreichend vorbereitet, das steht außer Zweifel. Im Lauf der Krise wurde allmählich nachgerüstet. Die Anzahl der 4.400 Intensivbetten in Frankreich wurde fast verdoppelt. Trotzdem bekommt nicht jeder schwerkranke Covid-19-Patient einen Platz auf der Intensivstation. Vor allem älteren Menschen muss diese Behandlung oft verwehrt werden. Einige Behandlungen sind für alte und für chronisch kranke Menschen kaum durchzustehen, wenn ich etwa an die künstliche Beatmung denke, bei der man ins Koma versetzt wird. Das kann sich über Wochen ziehen. Necessitant parfois un coma artificiel, mais c'est extrêmement lourd à supporter. Dabei hat sich das Coronavirus gerade in Alters- und Pflegeheimen in Frankreich mit rasender Geschwindigkeit ausgebreitet. Mehr als ein Drittel aller Todesopfer landesweit waren Bewohner dieser Einrichtungen. Doch Covid-19-Patienten aus Altersheimen müssen laut Anweisung dort bleiben, wo sie sind, wie uns Altenpflegerin Malika Bellarbi erklärt. Als Betriebsrätin nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund. Es gibt die Empfehlung der regionalen Gesundheitsbehörden, wonach wir die Covid-19-Patienten bei uns in den Altersheimen behalten sollen, um eine weitere Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Womit sich also das Pflegepersonal um die erkrankten Heimbewohner kümmern muss. An den erforderlichen medizinischen Geräten aber fehlt es. Zwar gäbe es Lichtblicke, so sei vor einigen Tagen eine 97 Jahre alte Coronavirus-Patientin genesen, erzählt uns Heimkrankenschwester Marie-France Baudret. Doch solche Momente seien selten. Wir sehen, wie unsere Patienten unter unglaublichen Schmerzen sterben. Sie ersticken als Folge ihrer Coronavirus-Erkrankung. Weil wir sie nicht ins Krankenhaus bringen dürfen, können wir sie nur so gut wie möglich begleiten. Man kann ihnen noch so viel Sauerstoff zuführen und ihnen Morphin verabreichen. Sie siechen unter grausamen Schmerzen dahin, als würde sie das Virus von innen auffressen. Ich sehe sie leiden.
Das ist entsetzlich. Vor einer Woche ist ein Patient vor mir gestorben, erstickt. Das ist brutal. Ich konnte 2 Nächte nicht schlafen. Das ist dermaßen brutal und man kann nichts machen. Nur ihre Hand halten und sie verabschieden. Traumatische Erfahrungen, denen Marie-France Boudré und Malika Belarbi schutzlos ausgeliefert sind. Doch auch ihre physische Gesundheit steht auf dem Spiel. Die beiden haben sich bisher zwar nicht mit dem Virus infiziert, anders als 40% aller Altersheimmitarbeiter im Großraum Paris, doch nach wie vor gäbe es nicht genug Schutzausrüstung. Plastiksäcke dienen als notdürftiger Ersatz. Wir haben keine FFP2-Masken mehr und es gibt keine Schutzkittel. Das ist eine sehr beunruhigende Situation für alle Pflegemitarbeiter. Auf diese Weise stecken sich Pfleger bei Patienten an und geben das Virus an den nächsten Heimbewohner weiter. Das Sterben in den Altersheimen und Krankenhäusern im Großraum Paris nimmt erschreckende Ausmaße an. 2 zusätzliche Ersatzleichenhallen mussten angemietet werden. Eine ist im Süden von Paris, am Großmarkt von Rungis. Ganz hinten am Gelände, im Gebäude 19, werden die Corona-Toten in einer Kühlhalle zwischengelagert. Journalisten und Kamerateams werden abgewimmelt, als gelte es, drastische Bilder dieser Coronavirus-Katastrophe zu verhindern. Allein in einer Stunde zählen wir mehr als 30 Leichenwagen. Den Corona-Tod ihrer Mutter im Pflegeheim wollte Marie-Sophie Boulanger um jeden Preis verhindern. Da ihr der Zugang zu ihrer Mutter verwehrt wurde, hat sie Klage gegen die Heimleitung eingebracht. Ich habe das Heim wegen Fremdgefährdung geklagt, weil meine Mutter von lauter Covid-19-Patienten umgeben ist. Das gesamte Pflegeheim ist infiziert. Es gibt schon mehr als 20 Tote unter 70 Heimbewohnern. Schon Ende Februar seien in diesem Pflegeheim mitten in Paris die ersten Krankheitsfälle aufgetreten. Doch die Heimleitung habe den Mitarbeitern untersagt, Schutzmasken zu tragen. Um die Besucher nicht zu verunsichern, so der Vorwurf. Ermutigt von der Klage ergreifen nur noch andere Angehörige Rechtsmittel gegen die Betreiber, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Mutige Pfleger haben ausgesagt, dass die Angehörigen von Covid-19-Verstorbenen erst Stunden nach dem Tod verständigt werden, damit das Zimmer hergerichtet wird und die Familienmitglieder nicht sehen, in welch verwahrlostem Zustand der Patient war. Die Erkrankten sterben alleine, weil die Pfleger sich ohne Schutzausrüstung nicht ins Zimmer trauen. Der von Präsident Macron ausgerufene Krieg gegen den unsichtbaren Feind hat enormen Kollateralschaden verursacht. Dies sei tragisch, urteilt der langjährige Politikbeobachter, doch überwindbar. Die Situation ist anders als nach einem echten Krieg. Die erwerbstätige Bevölkerung und die Produktion wurden nicht vernichtet. Alle Elemente für die wirtschaftliche Erholung sind da. Es wird eine noch nie dagewesene, furchtbare Gesundheitskrise gewesen sein. Eine Gesundheitskrise, die in Frankreich längst nicht ausgestanden ist und tiefe seelische Wunden bei Pflegern, Medizinern und Angehörigen hinterlassen wird.